Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender. Türchen Nummer 11 ist heute dran, zusammen mit dem Henry. Hi. Hallo. Wir sind hier am Start und spielen die Prognose Karlsruher SC gegen Greuther Fürth. Und der Henry, der spielt tatsächlich Greuther Fürth. Er darf es auf jeden Fall machen, denn Greuther Fürth spielt auswärts. Und ich bin hier quasi nur die Heimmannschaft. Und außerdem, ich habe ja die Fürth-Karriere, ich muss ja nicht immer mit Fürth spielen. Das wird richtig geil. Ich bin gespannt, was er reißen kann. Schaut auf jeden Fall unbedingt bei seinem Instagram vorbei. Ich verlinke das. Unbedingt da mal vorbeischauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Sollen wir was an den Aufstellungen ändern oder sagst du einfach direkt rein? Wir lassen die so. Ich kenne mich sowieso nicht aus. Direkt, perfekt. Direkt rein. Let's go. Anstoß zur Prognose Karlsruhe gegen Fürth. Ich bin gespannt in echt. Zweite Liga, wir haben es ja gerade gesagt, also es gibt keinen Favoriten. Es gibt nie einen Favoriten. Wird auf jeden Fall verrückt. Ich bin gespannt, was ich mit dieser Mannschaft hier reißen kann. Keine Ahnung. Oh, Kate, woher dieses blonde Haare sichtbar? Ja, in echt hat er blonde Haare. Das, lol, als ob der jetzt hier blonde Haare hat. Hat er nach dem Update auch. Ja, interessant, weil ich habe nämlich vor 2-3 Tagen oder so, habe ich die Fürth-Karriere aufgenommen, kennst du ja bestimmt. Habe ich gesehen. Ich habe die vor 2-3 Tagen, habe ich da noch eine Folge aufgenommen, die ist noch nicht online. Und da habe ich mir auch gedacht, da hat der noch keine blonde Haare gehabt und dachte mir, keine Ahnung, wann die das patchen, bin ich mal gespannt. Oder ob sie es überhaupt machen, zweite Liga ist vielleicht nicht so wichtig. Aber tatsächlich hat er hier auch blonde. Ja. Jetzt mal der erste Schuss. Es gibt Elfmeter. Ja. Was? Es gibt Elfmeter. Ich meine, du hast mich ein bisschen getroffen, aber ich dachte, weil er den Schuss und so zählen lassen hat. Ja, okay, das kann man pfeifen. Nur gelb. Okay. wie doof ist das denn? Es gibt einfach gelb, aber keinen Elfmeter im 16er. Jetzt in die Mitte, da steht doch... Ich weiß nicht, wer es ist, aber Burchard hält. Das gibt's doch nicht. Fröde. Ui, das ist ein Ex-Werder-Spieler. Echt? Ja, das weiß ich noch. Oh! Was lol. Macht der Torwart denn da? Ja, ist halt Burchard, der kann nichts. Also die Fürther Mannschaft finde ich dieses Jahr gar nicht so scheiße, habe ich ja vorhin schon gesagt. Oh, das ist das 1-0, das zählt. Ich war erst nicht ganz sicher. Hab den Bein nicht rausgekriegt. Durch die Beine. Durch die Beine auch noch. Jetzt hast du es, Burchard. Jetzt habe ich es auch gesehen. Halbzeit. 1-0 zur Halbzeit. Ja, relativ ausgeglichen. Also so viel ist noch nicht passiert. Auf beiden Seiten noch nicht. Ja. Ich habe es dann geschafft, das 1-0 zu machen. Aber ja, kann auch gut und gerne kippen. Also. Ja, komm. Boah. Flachen Flanken. Sind zwar ein Mittel von dir gerade, aber gefährlich wurden sie noch nicht so krass. Mache ich meine Ruhe. Das war schon gefährlicher, lol. Irgendwie weg. Alter, war das knapp. Irgendwie weg. Lol, jetzt wurde er gefoult. Ja, Schiri Falken. Ja, Freistoß. Ja, ich kann Freistöße richtig gut. Ich habe noch keinen getroffen. Ich habe, glaube ich, einen getroffen von... Doch, einen mit Shahin bei Werder. Ich habe sogar einen in der Karriere getroffen bei Fürth. Aber einer von... Oh, das ist der zweite! Wie krass! Im Video, jawohl! Als ob... Mit Karlsruhe muss ich immer Freischüsse schießen. Wer war das überhaupt? Ich weiß es doch nicht. So ein komischer Typ, aber er hat... Alter, das war perfekt, richtig gut. Der Winkel. War gut. Lorenz, Doppelpacker der. Der hat sogar das 1-0 gemacht, krasser Typ. Ich habe jetzt noch eine Chance. Oh, Burchard. Halt ihn doch fest. Ja, der ist so gut, der kann das nicht.
vorbei. So, Leute, vorbei. 2-0, das ist unsere Prognose. Führt, verliert. Also für unrealistisch halte ich das nicht mal, aber hoffen tue ich das natürlich auch nicht. Ich bin gespannt auf das Spiel. Wir gehen rein in die Challenge. So, Leute, dann gehen wir rein in die Challenge und wir suchen uns natürlich wie immer eine Zufallsmannschaft aus. Du darfst beginnen, drückst bitte einmal auf Jörg und bekommst dann Toluca. Aber es geht sogar voll, also 74, 70, Mexiko. 71, es kann noch schlimmer kommen, kann aber auch besser kommen. Ich drücke auch einmal drauf, mal gucken, ja. Okay, das ist, Irland ja. Ist in Ordnung. Naja, geht so. Mal gucken, wir starten rein, verändern wir nichts an der Aufstellung. So, Leute, und damit starten wir rein in die Distance Challenge. Das ist die heutige Challenge. Und da faulen wir uns direkt schon mal. Wir haben nicht No Rules, wir haben Distance. Ja, ich bin gespannt mit diesen Mannschaften. Ja, es könnte sogar klappen, also so schlecht sind die ja gar nicht. Schauen wir einfach mal, wird interessant. Ja, stimmt. Also es ist, natürlich müsst ihr das bedenken, Leute. Wir müssen diese Challenges immer über Shareplay spielen. Und da ist halt die Verzögerung schon ein bisschen da, die Grafik vor allem. Oh, was macht der denn? Und oh, was, der erste Schuss von Nordirland habe ich, glaube ich. Ey, das hält ihr direkt doppelt. Ja, der erste Schuss von Nordirland aufs Tor. Er war außerhalb. Distance Challenge schon mal erfüllt mit dem ersten Schuss direkt. Das kann man auch mal machen. 2-0 instant. Ich hatte ja so eine Großchance, ja, am Anfang war, glaube ich, abseits. Nochmal Finesse. Oh. Nicht ungefähr. Wie schießt du da eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist. Offensichtlich. Also Ronaldo bei Nordirland. Offensichtlich kann er aber schießen. Ja, mit Ronaldo die Challenge wäre auf jeden Fall schon ganz geil. Und da wird's normal gemacht. Also wir haben uns darauf geeinigt, das ist übrigens der gleiche Typ wieder, dass wir die Tore auch so machen können. Ja, natürlich auch häufiger von außen schießen, hat aber gerade schon geklappt. Ja. Und dann habe ich es jetzt hier mal normal probiert, dann steht schon 3-0. Boah, Alter, dein Tor wird zugeballert gerade. Das Problem ist halt beim Champlay, das verzögert, also dann ein bisschen, ja, ja, ich weiß so, schon, ne? Ich aber weiß. Das ist jetzt auch nicht ausschlaggebend, ist halt mal so, ist halt ein bisschen mehr. Da stehe ich mir ex. Boah. Der darf auch meine reingehen, ich weiß. Achso, das ist gut. Ich dachte, dass das besser funktioniert. Boah. Das ist immer derselbe Typ. Ja, ja, ich weiß. Ich schieße auch nur mit dem, weil der so gut schießen kann. Oh, 5-0. Alter, das ist eine Distance Challenge, Leute, ja. Das ist eine Distance Challenge, Leute. Ich glaube, so gut habe ich die noch nie absolviert. Wie gesagt, man muss natürlich absolut berücksichtigen, dass es hier die Shareplay-Qualität ist. Ja, aber es läuft so trotzdem. Aus der Distanz, das ist dann immer. Aber ich kriege dann direkt den Einfluss rüber, ob das jetzt irgendwie ja, ich auch was nicht. Wird. Ich schieße einfach immer, versuche ungefähr die. Oh, das wäre krass. Das hätte direkt als 9 Tore gezählt. Gott. Die flache Flanke, dieses Mal. Mit Hacke schön gespielt. Diesmal kommt sie an. 5-1, Anschluss. Ein Ehrentor. Ehrentor, Anschluss kann man es fast noch gar nicht nennen. Es sind noch 4 Tore Unterschied. Aber man muss sagen, einmal Doppeltreffen und dann bist du wieder dran. Halbzeit, 5-1, das ist ein Hammerergebnis, natürlich aber auch nur durch die doppelten Tore, aber erstaunlich, dass ich schon 2 Longshots gemacht habe, bin ich absolut zufrieden. Also ich bin begeistert von mir, das hätte ich niemals gedacht. Oh, komm, Pass. Und jetzt die Nummer 10, natürlich ist es wieder der. Ah, Mann. Ich habe jetzt echt den Torwart rausgeholt. Ja, es war gut. Und natürlich wieder die Nummer 10. Ich schieße aber mit keinem anderen. Ich hoffe, dass der Ausdauer hat bis zum Ende des Spiels. Ah, ich wollte jetzt gerade schießen mit dem Typen. Er rennt wieder aufs Tor zu. Er kommt wieder.
Nicht oh, lol, ja. Alter. Der war ja Milliarden Kilometer über das Tor. Der war richtig schlecht geschossen, Alter. Jetzt, komm. Oh, weg. Das ist das 6-1. Tut mir jetzt schon leid für dieses Tor. Nein. Ich habe erst überlegt, ob ich wieder baller, aber dann habe ich gedacht, komm jetzt. So, es ist so frei, es war auch nicht schlecht gespielt, dann dachte ich, komm. Aber war sehr schön gespielt, muss man, also danke auch der dir, Schuss, danke. Der Lupfer. Muss man dann ja noch dazu sagen. Ende 6-1. War kein schlechtes Spiel. 2 normale Tore und 2, die doppelt gezählt haben. Der hatte 12 Versuche. Wird der Versuch doppelt gezählt oder was? Dann auch. Boah, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ja, der hat schon 12 Versuche und 2 Tore. Die hatte er, glaube ich, auch. Ich habe doch die ganze Zeit mit dem geballert wie so ein Irrer. Ja, 10,0. Ja, dann eine 10,0er Bewertung. Ja, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall, Leute. Das war auf jeden Fall eine coole Challenge. Danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und du bist mir jetzt nicht böse. Auch wenn das. Nein, auf keinen Fall. Auch wenn das jetzt dann 2 Niederlagen leider für dich waren. Schaut auf jeden Fall bei dem Henry vorbei, bei seinem Instagram-Account, würde mich auf jeden Fall freuen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 12. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Tschüss.